Pendler. Bin auch dafür, dass die LKWs und vor allem der Transit mehr bezahlt, sonst funktionieren nämlich unsere Ausbauprogramme der Schiene nicht, weil das muss sich ja unterm Strich auch rechnen. Herr Haider, teurer? Soll die Benutzung von Straßen teurer werden? Nein, ich glaube, dass wir sogar umgekehrt einige Steuern wegtun sollten, nämlich zum Beispiel die NOVA bei der Kfz-Zulassung, denn das führt dazu, dass im europäischen Nachbarland heute die Firmen ihre Autos kaufen, dort anmelden und Österreich riesige Steuereingänge hat und Umsätze entgehen. Das heißt, die ganze Automobilindustrie, die in Österreich schon einen festen Standort hat, plus die ganzen Autohändler, alle leiden darunter. Das ist ein völlig sinnloses Ding, das kehrt weg und damit würden wir auch wieder Arbeitsplätze sichern. Herr Molterer? Es wird keine flächendeckende Pkw-Maut geben, wenn Sie das meinen. Das halte ich für falsch. Das halte ich für falsch. Wir müssen sicherstellen, dass wir durch eine vernünftige Wegekostenrichtlinie in der Europäischen Union tatsächlich auch diese sogenannte, technisch heißt das dann so schön, Internalisierung der externen Kosten zustande bringen, also die Umweltkosten des Verkehrs stärker berücksichtigen können. Das ist die Perspektive. Und es braucht den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs. Da haben wir ja auch dieser Tage im Parlament also ganz gute Diskussionen geführt. Umstieg, aber nicht Belastung. Ich versuche es jetzt einmal mit einer Frage, auf die man wirklich mit Ja oder Nein antworten kann, wenn man möchte. Sollen Spenden für Non-Profit-Organisationen oder gemeinnützige Vereine in Österreich steuerlich absetzbar sein, Herr Haider? Ja, Herr van der Bell, ja. Herr Faymann, ja. Herr Strache, ja. Ja, aber auch ja. Andere Organisationen. Man fragt sich dann, warum es... Ja, das kann man ja definieren, aber ich sage es nur, weil viele Non-Profit-Organisationen also sich in der letzten Zeit gemeldet haben und haben gesagt, da gibt es schon seit Jahren Lippenbekenntnisse, aber man hat es nicht gemacht. Gut. Kein Lippenbekenntnis, sondern das ist notwendig. Aber es müssen dann die Spielregeln auch klargestellt sein, dass das Geld tatsächlich sinnvoll und transparent eingesetzt wird. Man fragt sich also, wie lange man für die Festsetzung der Spielregeln in der nächsten Steuerreform wird das verwirklicht. Apropos Steuerreform, wird es, wenn es nach Ihnen geht, Herr Faymann, 2013 ein ausgeglichenes Budget geben in Österreich? Auf das möchte ich mich, das glaube ich nicht. Weil aber was wollen Sie, ist die Frage. Weil ich davon überzeugt bin, dass ein konsolidiertes Budget auch dann ein ausgeglichenes Budget ist, wenn es ein Defizit ausweist, wie wir etwa 2010 vorhaben von 0,8%. Und ich bin nicht der Meinung, dass es automatisch ein Nullbudget geben soll, dass man dann dadurch bewerkstelligt, wie das ja schon passiert ist, dass man die Verluste dann ausgliedert zur ASFINAG oder zur ÖBB. Also konsolidiert ja, auf Null nein. Herr Strache? Dadurch, dass die Verluste von der ASFINAG noch auf den Staat zurückfallen werden, befürchte ich, dass es kein ausgeglichenes Budget geben wird können, sondern es wird der Staatshaushalt genau durch diese Bereiche wie ASFINAG und andere Bereiche, wo man ausgelagert hat, das wird den Staat einholen und wir werden massive Schwierigkeiten haben in den nächsten Jahren. Also nein. Wir werden es nicht schaffen. Keine Regierung wird das. Aber wenn es nach Ihnen ginge, würden Sie es dann gerne schaffen? Das Ziel muss natürlich sein, dass wir nicht nur ein ausgeglichenes Budget haben, sondern das Ziel muss natürlich mittel- und langfristig so angelegt sein, dass wir bitte endlich einmal Schulden auch abbauen und nicht in einer Höchstphase einer Konjunktur nicht einmal noch Schulden zurückgezahlt haben, wie der Finanzminister in den letzten Jahren es ja nicht geschafft hat. Ihre Antwort, glaube ich, kenne ich auf diese Frage. Soll es 2013 ein ausgeglichenes Budget geben, oder? Gott sei Dank, kennen Sie sich, wiederhole es aber laut und deutlich, ja. Ich meine... Alle, die da jetzt sagen, dass ein ausgeglichenes Budget kein Ziel ist, die frage ich, was heißt denn eigentlich Defizit? Ziel, was heißt denn Defizit? Das muss doch klar gesagt werden. Defizit heißt neue Schulden. Defizit heißt weniger Chancen. Defizit heißt einfach auch den jungen Menschen nicht fair gegenüberzutreten. Daher ist mein ehrgeiziges Ziel, Frau Thurner, das früher als 2013 zu schaffen. Herr Haider? Selbstverständlich. Herr Haider? Ja? Ich glaube, das ist nicht ganz ehrlich, weil jeder die Situation kennt und wenn die Konjunktur wirklich einbricht, dann werden wir eine angemessene Netto-Neuverschuldung riskieren müssen, um Arbeitsplätze zu schaffen, zu sichern, die Wirtschaft anzukurbeln und das sollte man den Leuten klipp und klar sagen. Es sei denn, wir kriegen plötzlich einen Konjunkturaufschwung, was ja aber niemand sieht momentan. Herr van der Bellen? 2013 haben Sie gesagt. 2013, es ist unmöglich zu sagen, welche Konjunktursituation... Welche Arbeitsmarktsituation weiß und so weiter im Jahr 2000? Ob es Ihnen ein wichtiges Ziel wäre?
Ja, interessant. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, dann werden wir hoffentlich im Budget ein Defizit haben, um die öffentliche Nachfrage nicht einschlafen zu lassen und Arbeitsplätze nach Möglichkeit zu sichern. Wenn wir Hochkonjunktur haben, wie in den vergangenen 2 Jahren, ja, dann werden wir uns dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nähern oder es erreichen. Ja, aber aus heutiger Sicht das zu sagen, ist völlig aberwitzig. Abgesehen davon frage ich mich manchmal immer ich habe das Gefühl, da wird immer eine Parallele gezogen zwischen dem persönlichen Haushalt, also dem Menschen, und dem Staat. Das ist irreführend. Aber sogar die Person verschuldet sich manchmal. Wenn ich ein Haus kaufen möchte, dann habe ich ein gewisses Eigenkapital und der Rest ist über Hypothek. Das heißt, Investitionen über Kredite zu finanzieren, ist einmal prinzipiell nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wie man den Begriff Investition apropos, soll es, dass diese klare Position nur von der Volkspartei vertreten wird. Soll es 2013, Herr Haider, wird es 2013 in Österreich wesentlich weniger Krankenhäuser geben als derzeit? Also die klare Position der Volkspartei hat mir jetzt sehr gut gefallen, weil dann wissen die Leute, dass sie nichts zu erwarten haben. Denn im Grunde genommen werden wir zuerst Arbeit schaffen müssen und nicht ein Theater. Wird 2013 weniger Krankenhäuser in Österreich geben? Sagen ja viele Experten, wir haben viel zu viele. Bin ich sicher, weil viele Bundesländer ihre Strukturen nicht bereinigt haben. Das heißt, sie haben zu viele Bezirks- und Gemeindekrankenhäuser und was immer noch. Das heißt, es wird notwendig sein, die Standorte zu reglementieren und eine Leistungsangebotsplanung zwischen den Standorten zu machen. Es kann nicht überall in jedem Krankenhaus jede Medizin gemacht werden. Und das werden wir wahrscheinlich auch österreichweit dann in einem nächsten Schritt machen müssen, damit das Ganze Sinn gibt und damit also die Synergien, von denen ja so viel die Rede ist, auch dann die Einsparungspotenziale bringen. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, auch eine neue Form des Föderalismus in Österreich anzugehen, dass ich nämlich über die Grenzen hinweg Krankenanstalten, Betriebskooperationen mache, Leistungsangebotsplanungen durchführe, um quasi ein vernetztes österreichisches Gesundheitssystem zustande zu bringen. Weniger Krankenhäuser, Herr Strache? Das ist eine schwierige Frage, denn es läuft in diese Richtung. Aber wir sollten bitte schon auch nachdenken darüber, dass es in manchen Regionen, gerade in der ländlichen Region wie in der Steiermark, viele Krankenhäuser gibt, Bezirkskrankenhäuser, die man bewusst auch heruntergefahren hat, wo heute keine chirurgischen Eingriffe mehr möglich gemacht werden und dadurch diese Krankenhäuser ad absurdum geführt werden und Patienten 100 Kilometer über Bergpässe geführt werden müssen. Das ist ja nicht vernünftig. Das heißt, man sollte schon schauen, dass man bitte versucht, auch im ländlichen Bereich natürlich die Spitalsversorgung auf höchster Qualität sicherzustellen und nicht abzubauen. Weniger Krankenhäuser? Ich glaube, dass wir deshalb die Krankenhäuser brauchen, weil wir viele umwandeln werden für die Pflege. Es zeigt sich ja jetzt schon, dass viele Menschen viel zu lange in einem Spital bleiben, weil es anschließend keine wirklichen Pflegeeinrichtungen in ausreichender Anzahl gibt. Und daher glaube ich, dass viele davon umgewandelt werden, aber es wird zu einer völligen Strukturverschiebung kommen, die nur mit den Bundesländern gemeinsam zu erarbeiten ist. Weniger Krankenhäuser? Es wird erstens eine klare Verantwortung geben für niedergelassene Ärzte, die brauchen wir für das bestmögliche System. Zweitens, es gibt jene Zahl von Krankenhäusern respektive Betten, die wir brauchen zur sicheren, flächendeckenden Versorgung. Und ich teile durchaus die Einschätzung, dass wir massive strukturelle Änderungen in Richtung Pflege haben werden, weil das ist die große sozialpolitische Frage der Zukunft. Und das geht gemeinsam in einer Kraftanstrengung vom Bund, von Ländern, wo wir auch die Kassen, die Strukturen dazu brauchen. Das heißt, die flächendeckende Versorgung ist der eigentliche Auftrag und die eigentliche Zielsetzung. Weniger Krankenhäuser, Herr van der Bellen? Nein, aber andere und spezialisiertere. Es kann nicht in jedem Krankenhaus jede Operation durchgeführt werden und das soll auch nicht der Fall sein. Soll nicht, weil du brauchst eine gewisse Übung, je mehr von einem konkreten, was weiß ich, Herz oder sonst einer Operation. Je häufiger das gemacht wird, umso geringer das Risiko im Allgemeinen. Pflege wurde schon angesprochen. Wo ich ein bisschen amüsiert bin, ist, wenn ich höre, dass jetzt die große länderübergreifende Kooperation kommen soll. Ja, gibt schon, ja. Also in Ansätzen. Sie zweifeln, ja. Wie ich höre. Na bitte, seit Jahrzehnten reden wir davon. Und ich erinnere mich gut, dass letztes Jahr noch eine Delegation des Internationalen Währungsfonds in Wien war, um sich verschiedene Sachen wieder anzuschauen. Und unter anderem haben wir über die Spitalskooperation in Österreich geredet, unter anderem zum Beispiel Oststeiermark, Mittelburgenland. Und die haben gesagt, please, not again. Also die kennen das seit Jahrzehnten. Die Zweidrittelmehrheit von Rot und Schwarz, die hätte hier sinnvoll eingesetzt werden können,
um einmal die Länder dazu zu bringen, tatsächlich länderübergreifende Kooperationen, auch im Sinne des Patienten, der Patientin. Ich würde, bitte einen kurzen Satz von Herrn Strache. Ich würde gerne noch ein paar solche Fragen Wordrap-artig durchbringen. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil gerade beim Pflegebereich erlebe ich in den letzten Jahren eine katastrophale Fehlentwicklung. Völlige